Schau, die meisten Leute, ich weiß, dass hier in den Vereinigten Staaten eine Menge vor sich geht. Jeder macht Astralreisen. Es ist nur Halluzination, okay? Du legst dich hin und stellst dir vor, dass du hierhin fliegst, dorthin fliegst. Das ist es nicht. Das, worauf man sich bezieht, wird bedauerlicherweise lächerlich, wenn alle möglichen Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen. Was als astral bezeichnet wird, ist, es gibt fünf Arten von Körpern. Physische Körper, Mentalkörper, Energiekörper, Ätherkörper und Glückseligkeitskörper. Das sind die fünf Dimensionen des Körpers. Der physische Körper ist das, was man offensichtlich als die Anhäufung der Nahrung sieht, die wir gegessen haben. Die Art der Nahrung, die wir zu uns nehmen, hat daher definitiv einen Einfluss darauf, welche Art von Körper wir bekommen. Der nächste ist der mentale Körper. Wenn wir von Verstand sprechen, beziehen wir uns nicht auf einen bestimmten Teil. Jede Zelle im Körper hat ihre eigene Intelligenz. Es gibt also einen ganzen Mentalkörper. Und diese beiden sind wie, das ist deine Hardware, das ist deine Software. Deine Hard- und Software taugen nichts, wenn sie nicht an eine hochwertige Energieversorgung angeschlossen sind. Die dritte Schicht des Körpers ist also der Energiekörper. Die ersten drei, der physische, der mentale und der Energiekörper, sind physischer Natur. Sie werden nur subtiler, aber sie sind immer noch physischer Natur. Die fünfte Schicht des Körpers, die als Glückseligkeitskörper bezeichnet wird, ist vollkommen nicht physisch. Und der vierte, der als Ätherkörper bekannt ist, das nächstliegende Wort, wir nennen ihn Vijnana Maya Kosha. Das nächstliegende Wort oder das übliche Wort, das verwendet wird, ist ätherisch. Das beschreibt es nicht. Es bedeutet, dass es sich um eine Übergangsform handelt, vom Physischen zum Nicht-Physischen. Was als Astralkörper bezeichnet wird, ist, dass man den physischen Körper, den Mentalkörper, den Energiekörper und den Glückseligkeitskörper intakt lässt und nur dem Ätherkörper erlaubt, herumzuschweben. Das heißt, man kann hier seine Aktivitäten ausführen, weil der physische Körper, der Mentalkörper und der Energiekörper intakt sind, kann aber dem Ätherkörper einfach erlauben, zu gehen. Das ist eine gewisse Art der Beherrschung. Man kann sich nicht einfach mental in sowas hineinsteigern. Um das zu tun, braucht es ein enormes Sadhana. Nun, wenn wir jetzt davon sprechen, den Körper zu verlassen, dann lassen wir einfach zu, dass der Prana-Körper rausgeht, was viel einfacher ist. Das zu tun ist viel einfacher und es ist eine konkrete Sache. Verglichen mit dem Ätherkörper ist der Prana-Körper physisch. Es ist eine eher physische Präsenz. Es ist Energie, aber es ist eine physische Energie. Das Ätherische ist eine übergehende Energie. Es ist weder physisch noch jenseitig. Es ist ein Übergang. Der Glückseligkeitskörper liegt völlig jenseits des Physischen. Von daher ist es einfach, den Prana-Körper herauszuholen und ihn wieder einzusetzen. Und es ist eine viel stärkere Erfahrung, weil ein physischer Teil von dir hinausgeht und zurückkommt. Der Ätherkörper erfordert viel mehr Sadhana, weil er nicht einmal in deiner Erfahrung ist. Es ist nicht etwas, das man anfassen kann, es sei denn, man befindet sich auf einer bestimmten Ebene von Sadhana und Intensität in sich selbst. Aber an jeder Straßenecke gibt es heutzutage Astralreisen. Das ist nur Halluzination. Schau, diese Dinge wurden zu einem bestimmten Zweck gemacht. Es wird Parakaya Pravesha genannt. Es gab Schulen in Indien, die sich grundsätzlich darauf konzentriert haben, einfach zur Unterhaltung. Es lohnt sich nicht, diese Dinge zu erforschen, weil es enorme Anstrengungen erfordert, diese Dinge zu beherrschen. Und am Ende, was erreichst du? Es hat keinerlei spirituelle Bedeutung.